Und damit ist das Spiel eröffnet, der FSV in Blau von rechts nach links. Und gleich Druck. Boah, guter Ball hier links raus, aber der verspringt hier Mendler. 8 Saisontorvorlagen, wie wir es vorhin gesagt haben. Ja, der bringt den Ball links raus. Kommt jetzt in die Mitte, Müller ist nochmal dazwischen. Mendler mit dem zweiten Ball. Note, verfolgt von Hummel. Hummel mal wieder im Gras, sehr gut. Das kann ich mir den ganzen Tag angucken. Müller, ja, der hat jetzt keine Lust mehr und spielt den Ball erstmal lang. Na, Messina, rauscht dann vorbei. Ristl ist in der Vorwärtsbewegung, Ristl. Versucht den Steckpass auf Hummel, Sanomia ist dazwischen, zweiter Ball geht an Eisele. Eisele versucht den Schuss, Knote blockt den, der Ball geht jetzt rechts raus. Hier kommt Steinmetz auch noch dazu. Jetzt hier 1 gegen 1 jeweils. Hier sehen wir Hummel gegen Sanomia. Zurück auf Steinmetz, also rückt raus. Also rutscht auch mal weg. Es gibt Steinmetz den halben Meter, den er braucht, um die Mitte zu ziehen. Aber der Ball läuft nur durch bis zu Omar Hanin. Das ist heute einfach zu ungenau in den ganzen Offensivaktionen. Wenn du schon so dieses Konterspiel spielen willst, musst du halt wirklich... Musst du präziser spielen. Das macht der FSV heute nicht. So zum Beispiel. Butterkrit jetzt auf dem Weg nach vorne. Bestellt von Heilig. Butterkrit jetzt gleich im 16er. Butterkrit jetzt gegen Steinmetz und Heilig. Kriegt er den Ball raus auf Sanomia? Ah, nein, kriegt er nicht. Drei Leute waren dann doch zu viel. Hummel bekommt den Ball. So, Hummel auf Sanomia. Sanomia jetzt links unterwegs. Er hält zumindest den Ball. Versucht ihn dran vorbeizulegen. Der Ball war aber im Tor aus. Nutzt ihn sehr häufig. Der Mikio in der Vorwärtsbewegung. Reuter kommt dazu. Kein Homburger in der Nähe. Jetzt kommt Ristl dazu. Vecchio versucht den Schuss, aber... Butterkrit mit dem zweiten Ball. Butterkrit mit der ersten Situation für den FSV, die wirklich mal gefährlich war. Schläft wieder nur durch bis in die Viererkette. Und auf Saalfeld zurück. Ja, Sanomia erobert den Ball. Sehr gut. Gibt er den auf Azuak? Azuak gegen Steinmetz. Steinmetz dazwischen. Sanomia bekommt den zweiten Ball. Das ist Butterkrit. Butterkrit jetzt auf Azuak. Azuak links in der Box. Azuak in der Box. Azuak gegen Hummel. Ah, Hummel stellt das schlau den Körper rein. Saalfeld klärt den Ball raus. Ist überlegt. Hanin kommt raus, boxt den auch weg. Steinmetz bekommt den zweiten Ball, läuft rechts durch auf Mendler. Mendler jetzt gestellt von Azuak. Und erstmal sicher zurück auf Plattenhardt. Ja, einfach nach vorne, Mendler. Mendler in den Rückraum, Hummel. Hanin hat den Ball. Und Schusssituation haben wir nochmal geblockt von Omar Hanin. Man spielt jetzt auf rechts, Gretzky steht da. Gretzky wird jetzt gestellt von Sanomia. Werdedal auf Steinmetz. Steinmetz nimmt den Ball mit dem Kopf mit, aber sehr gut hier von Messina. Steinmetz da abgedeckt und deswegen jetzt die Abschlagsituation. Wir lagern jetzt hier auch richtig den Strafraum des FSV, die Gäste. Steinmetz bekommt den Ball zurück. Verfolgt jetzt von Sanomia. Bringt die Flanke aber rein. Aber sie verlängert ihn erstmal raus, aber nur auf Plattenhardt. Plattenhardt zurück auf Perdedei und der in den Himmel. Aber was ist aber dazwischen? Azuak rechts hat Butterkrit viel Raum. Und den kriegt er da nicht durchgesteckt. Das ist doch zum Mäusemelken. Azuak hat den Ball aber immer noch. Versucht ihn auf der Vecchio zu bringen. Knote ist jetzt da. Knote bringt den Ball links raus auf Sanomia. Jetzt hat er zwar mal ein bisschen Raum und ein bisschen Bewegung nach vorne. Sanomia jetzt in der Box. Sanomia blickt zurück. Messina mit der Schusssituation und. Ah, schade, schade, schade. Perdedei ist der Sieger dieses Duells. Weiß aber nicht wohl mit dem Ball. Erstmal weg. Ristl. Gretzky, boah, auch so ohne Gegenspieler, ne? Keiner in der Nähe. Ja, wenn du da fällst, also sorry, das ist kein Foulspiel. Schiedsrichter sieht das genauso wie wir. Ristl hat aber den Ball. Plattenhardt. Plattenhardt jetzt gleich in der Box, spielt nochmal links raus. Gretzky jetzt mit der Flanke. Gretzky auf dem zweiten Pfosten. Sanomia mit dem Kopf erstmal weg. Aber wieder kein zweiter Ball für den FSV. Gestern Ballbesitz mit Steinmetz. Steinmetz. Aber was hier vor Hummel? Plattenhardt, Schusssituation, Hummel blockt den selber. Gretzky kriegt den Ball links neben der Box. Jetzt haben sie sie richtig gut eingeschnürt hier. Oh, Tor. Es ist doch nicht wahr. Also das, so kann das Tor auch nur fallen. Aber es ist, Omar Hanin rutscht weg, komplett weg. Und der Tor kriegt gar keine Kontrolle. Mann. Zum Spiel ist. Ja, geschnürt das hier. Das Tor, das das Spiel verdient hat. Hier sehen wir es nochmal. Omar Hanin, Tor. Es ist doch nicht wahr. Also das, so kann das Tor auch nur fallen, haben die Gäste sagen. Dankeschön. Den Ball.
Soll jetzt mehr Füße nach vorne. Oh, das fängt auch schon das Rutschen an. Herde da erobert den Ball. Langer Ball raus auf Adestani. Adestani. An Azuak vorbei. In die Mitte. Wollte verlängern auf Mendler. Sehr abenteuerisch. Mendler zurück Richtung zweiten Posten. Hani muss diesen Ball von der Vorstrom vorbei, aber den zweiten hat er. Naja, muss mit dem anderen Fuß spielen. Mit dem rechten Fuß ist halt schwer, ihn so anzudrehen, dass er dann halt auch nach vorne kommt. Weil sonst ist da wieder ein gegnerischer Fuß und wieder ein Ballverlust. Ja, dann Mia jetzt auf Spence. Schnelle linke Seite jetzt im FSV. Spence gegen 1 gegen 1. Auf Sanomia, zurück auf Spence. Spence. Ja, den Ball aber nicht weg. Reuter hat jetzt hier rechts ein bisschen Raum. Oh, und dann bringt er so eine Flanke auf Saalfeld. Ah. Natürlich, die kann nur Saalfeld fangen. Jawohl. Kai Spence läuft im ersten vorbei, der einfach wegrutscht. Danke. Und wird dann selber gefoult. Es gibt Freistoß für den FSV. Und Müller mit dem Freistoß. Peter bringt ihn wieder rein. Da kann ich nächste Situation. Ja, für den FSV! Es ist Weißmann! Weißmann trifft! Jawoll! Frohe Weihnachten! Kommt hoch, der kommt weit und da ist wieder Tim Weißmann. Mit Spence. Der den Ball auch direkt in die Mitte klärt. Er hat gar keinen Druck eigentlich dahinter. Schiedsrichter hat einen Erbarmen mit uns, schickt uns in die Wärme zurück und die Punkte werden geteilt.